So, heute sollte eigentlich ein Vlog, ein Selbstvlog kommen von der Leipziger Buchmesse, in der ich mit euch gemeinsam über die Leipziger Buchmesse laufe und euch zeige, wie so mein Tag auf der Convention war. Leider hat Deutschland gerade ein großes Problem, nämlich große Panik um ein Virus, der, ja komm, reden wir nicht lange drüber. Es ist nicht wert, ewig drüber zu reden. Buchmesse wurde abgesagt. Wegen einem Coronavirus. Ich wollte den Namen eigentlich gar nicht nennen von diesem Virus, aber es ist. Ja. Ich halte es für absoluten Blödsinn. Tja, da musste ich mir jetzt erstmal was Neues zurechtzaubern. Und ja, das Erste, was mir da eingefallen ist, ja. Der Settlung musste jetzt ausfallen bzw. ersetzt werden. Also ja, bleiben wir bei der Buchmesse. Die Buchmesse kann zwar jetzt heute nicht stattfinden, also konnte nicht stattfinden. Eigentlich wollte ich am Freitag auf die, nee, am Samstag wollte ich. Am Samstag wollte ich auf die Leipziger Buchmesse gehen. Wäre vielleicht schön gewesen. Wäre mein erstes Mal Buchmesse gewesen. Hätte bestimmt einige Bekannte und gute Bekannte, ja, Bekannte, hätte bestimmt bekannte Gesichter gesehen und Leute getroffen. Wäre auch ein schönes Erlebnis gewesen, aber ja, gewissen Leuten ist das zu gefährlich. Die haben, das ist, ja, ich habe dafür kein Verständnis. Es ist absoluter Bullshit. Ja, aber wir bleiben beim Thema Buchmesse. Und ich gebe jetzt mal hier oben Buchmesse Leipzig 2019 auf YouTube ein. Wollen wir das jetzt hier so im Dark Mode lassen oder stört euch das? So, also ich kann es auch hier, kann auch hier gerade dunkelste sein. Zack, dann ist es hier ganz hell. Ja, wie auch immer, es ist ja. Und ja, ein paar Videos habe ich jetzt hier schon teilweise angeguckt. Heute reagiere ich mal. Ja, ein Reaction-Video. Oh mein Gott. 2G reagiert. Ja, war wie gesagt das Erste, was mir da eingefallen ist. Und warum nicht? Können wir machen. So, dazu schalte ich hier mal kurz mal die Facecam ein. Da ist er, der Zwerg. Hi. Ja, wollte mal Reaction auf ein paar tolle Videos. Mal schauen, ob sie toll sind. Also ein paar davon habe ich schon gesehen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, da was gesehen zu haben, aber gut. Ich hoffe, ich werde nicht geclaimed. Ja. Und warin? Das habe ich ja schon mal schon. Okay, fangen wir von vorne an. Donnerstag, Messetag Nummer 1. Zu spät. Das ist offensichtlich hier die Katharina. 11.200 Abonnenten hat sie. Schaut bei ihr vorbei. Ich glaube, sie hat es nicht nötig, bei ihr vorbeizuschauen. Ja, ich habe es nötig, dass ihre Abonnenten bei mir vorbeischauen. Aber ja, gut. Ich nehme ihr auf jeden Fall keine Views weg. Das könnt ihr schon mal, das ist schon mal geklärt. Oh nein, ich sehe schon meine Warnung. Hallo und willkommen zu meinem Buchmesse-Vlog für die Leipziger Buchmesse 2019. Ich bin jetzt schon mit Raphael Hello. auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz, denn wir gehen hier Ah, der gleich in den. Wilhelm-Leuschner-Platz, den kenne ich. Wo fängt es denn an mit der Buchmesse? Ja, es gibt.
die da, Der Autor ist danach. Die machen da nicht ernsthaft einen Escape Room. Jo, die machen einen Escape Room. Leipziger Buchmesse-Vlog. Das ist ein... Okay, ja, von mir aus. Okay, okay, okay. Ah, das die Buchmesse. Das wird es, ja. Leipziger Messe. Wir sind gleich auf der Messe. Ich war tatsächlich noch nie auf der Leipziger Messe. Das, wie gesagt, es wäre halt jetzt mein erstes Mal gewesen. Überhaupt auf irgendeiner Messe in Leipzig. Die Gamescom 2019 war meine erste Messe überhaupt. Ich wollte es halt dieses Jahr ausprobieren, wollte halt noch die Buchmesse noch drauflegen, um halt ein bisschen, ja, mal, ja, die Gamescom hat mir gefallen als Messe. Habe ich gedacht, warum nicht noch eine zweite Messe ausprobieren? Ja, es, ja, hat ja nicht geklappt. So sieht's also dort aus. Finde ich aber interessant, hier auch, wie wir sehen, so ein bisschen Mitmachaktion. Also hier irgendwie, ich kann hier gerade nicht sehen, was da... Ja, man kann es auch nicht wirklich erkennen, was hier überhaupt draufsteht auf den Karten, aber da kann man wahrscheinlich irgendwie, ja, seinen Namen hinschreiben für, ich meine, wer vielleicht irgendwie, wer Bücher liest oder, ja. Keine Ahnung. Ich lese gerne Bücher. Unterschrieben. Hingehängt. Ja. MDR Kultur und so weiter, die ganzen, ja, die klassischen Medienhäuser und so weiter, die sind hier natürlich auch vertreten auf der Buchmesse. Zumindest 2019, ja, 2020 dann wahrscheinlich auch gewesen wären. Ja. Alina ist jetzt übrigens auch da. Und wir gehen jetzt erstmal in die Blogger-Lounge, weil wir... In die Blogger-Lounge, ja, ist, ja, nee, ist klar. In die Blogger-Lounge. Ja, wo hält sich ein YouTuber, ein Influencer auf, wenn er auf der Buchmesse unterwegs ist, in der Blogger-Lounge? Hier redet jetzt noch ein bisschen über ein Buch. Ja. Ausruhen auf der Leipziger Buchmesse, auf der Convention. Ja gut, ausruhen auf der Convention. Conventions sind nichts für fein beschichtete Leute. Fein beschichtet, das ist, glaube ich, kein real existierendes Wort, aber ja, hier ist sowas zum Abendessen. Sehr schön. Wohnt anscheinend in Leipzig. Das ist kein Hotel. Ja, andere Leipziger YouTuberin. Sei gegrüßt. Nächsten Tag. Welcome to Day 2. Bevor ich... Aha. Genesung. Darf natürlich nicht mitgeschnitten werden. Wir sind jetzt bei einem Random House Event und wir haben coole Leute getroffen. Sag mal hallo. Katharina Fans. Muss gerade hier kurz nachgucken, wie die nochmal hieß. Katharina. Der Kanal heißt einfach Kataria. Ohne N. Okay. Seid gegrüßt, alle Kataria-Fans. Kataria, ja, Kataria. Oder Kataria. Und, oder, ja, wir gehen da jetzt rein. Mal gucken, was spricht. Erwartet. Und jetzt übernimmst du wieder. Toll.
Ich werde hier wahrscheinlich allein wegen der Musik geclaimt, die mir wahrscheinlich irgendwie nicht gehört. Und es ist, ja gut, hatte eh nie Hoffnung darauf, dass das hier irgendwie... Gut, jede Menge Bücher auf einer Buchmesse, wer hätte es gedacht. So, ja, das Video besteht, glaube ich, effektiv aus 5 Minuten Buchmesse, wenn ich das richtig sehe. Oder ja, gut, meinetwegen, naja, 10 Minuten nicht, das Video ist 13 Minuten lang. Also ja, wirklich 4, 5 Minuten effektiv Buchmesse, der Rest Vlog. Ja, jeder wie es meint. Hier noch mal ein Bild von der hier von den Hallen hier. Ja. Nicht so groß wie die Gamescom. Oh, der ZDF hier. Die GEZ Zwangsgebühreneintreiber. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu Halle. Die Halsabschneider vom ZDF. Hier zu DTV. Und es ist irgendwie gerade noch recht leer, weil sie gerade es auch gemacht hat. Irgendwie war ich jetzt die ganzen Tage nie so früh da. Ich habe noch was mit 4 Minuten. Die Sache mit der Leipziger Buchmesse vor 3 Stunden. Okay. Anime Bros. Okay, der sagt wohl so sein Statement dazu, warum das, wie das abgesagt wurde. Leipzig Buchmesse Sendung vom 24. März. Ja, schau mal, wenn da schon Sendung drin steht, mit denen würde ich mich nicht anlegen. Von Fernsehsender jetzt irgendwas zu leckten. Nee, muss jetzt nicht sein. Anywhere. Okay, ja, das sieht noch interessant aus. Hier auch über die Manga Comic Con. Die findet ja auch statt. Also das ist ja die Leipziger Buchmesse. Verknüpft sich ja so ein bisschen mit der Comic Convention. Ja, vielleicht auch mal interessant. Allein. Ja, schönes Standbild. Ja, auch was ich gerne gesehen hätte auf der Leipziger Buchmesse, die Comic Convention. Das finde ich, also habe ich früher nicht viel von gehalten, aber mittlerweile, ja, jetzt nach der Gamescom, also auf der Gamescom waren schon ein paar coole Cosplayer unterwegs, also das sah nicht schlecht aus, also ja. Das wäre cool gewesen, das hätte ich mir gerne mal angeschaut. Cosplay gucken. Das hätte ich gern gemacht. Es ist, ja. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie scheiße ich das finde, dass das ausgefallen ist. Das ist Schwachsinn. Das wäre wahrscheinlich auch das Ding bei mir gewesen. Also meine alten Klassenkameraden, die hätte ich wahrscheinlich alle dort getroffen. Also ich weiß das noch. Ich hab's noch in Erinnerung aus der Schulzeit, wie alle davon geredet haben, auf die Leipziger Buchmesse zu gehen. Das ist definitiv. Ich habe das nie gemacht. Ich war nie ein großer Fan von Conventions. Ich hab das jetzt hier quasi 2019 das erste Mal experimentell ausprobiert, so unter dem Motto, ja, hast eh nichts zu verlieren. Kann maximal scheiße werden und ja. Ich meine, wenn es scheiße wird, dann wird es halt scheiße. Dann ist halt, ja, probierst es mal. Habe ich ja Spucke. Ich sag mal ein bisschen. Nicht deswegen. Es ist einfach so schön und deswegen gehe ich auch für immer auf die LWM. Ich habe selbst jetzt, Mädel. Und ja. Das war gerade ein kleines Standbild. Ja. Nee. Comic Con Donnerstag. Okay. Joa, Socken. Manga Socken.
Pokémon, die habe ich, das habe ich hier irgendwann und die nochmal zurück. Guck mal, das war schon hier die Dinger, das hier nicht von Pikachu. Ich glaube, hier von steht, glaube ich, da noch oben in meinem Regal. Sekunde. Stuhl TV. Ganz vorsichtig ist es tatsächlich. Ganz, ganz vorsichtig, ist zerbrechlich. Hier, könnt ihr das sehen. Ich hoffe doch. Hier, Evoli. Ich habe von diesen Nanoblocks, das habe ich mir mal. Adventskalender 2019. Sehr empfehlenswert, kann man mal reingucken. Da habe ich das zusammengebastelt. Das war eine Fusselarbeit, das war, boah. Das ist nichts für ungeduldige Leute, das zusammen zu buzzeln. Die Pokémon Nanoblocks. So ein Lego-Ersatz-Dingens. Bloß ein kleiner. Also Lego bloß ein kleiner. Figürchen. Staubfänger. So, ich bin jetzt auf der Messe angekommen. Ich habe jetzt der Nietzsche ein bisschen geholfen, den Stand aufzubauen. Also, ich habe schon gefrühstückt. Aber natürlich nur Hotdog so geht immer. Und deswegen braucht jetzt das. Ein kleiner Hotdog zwischendurch, das geht immer. Aus drinne. Hast schon gefrühstückt. Ja. Ich brauche mich da nicht zu beschweren. Dazu was gefunden. Hundefigürchen. Kleine Hundefigürchen. Ja, und japanische Naschereien, wie es ausschaut. Hier, Leipziger Buchmesse, Messebericht. Neuzugänge, hier das vielleicht. Ja, das haben wir schon gesehen. Das ist so das Standardbild. Mit Flaggen. Ah, sehr gut. Das ist aber nicht Comic Sans, oder? Chrissys kleine Welt, sei gegrüßt. 1240 Aufrufe. Ja, moin und willkommen zu 2860 Abonnenten zur Leipziger Buchmesse. Oh, ja, ich habe die ist schon ein bisschen 2019 älter. Tatsächlich das erste Mal geschafft, nachdem ja 2018 eher ein bisschen anfällt. Ich hätte es 2020 das erste Mal geschafft, aber ja. Reden wir nicht drüber. Ich fange schon wieder an. Das Video besteht jetzt hier wahrscheinlich zur Hälfte aus. Ich reg mich über den Ausfall der Leipziger Buchmesse aus. Auf. Mich also sowas von positiv überrascht hat, auch im Vergleich wie die anderen. Wenn Lesen zur Mutprobe wird, ja. Wann? Wo? Mich jetzt selbst auch nicht für die Geschichte spoilern. Da redet jetzt ein bisschen mit den Büchern. Vorlesung. Sehr schön. Ja, das ist natürlich auf der Buchmesse. Das ist, ja, Pflicht will ich nicht sagen, aber kann man machen. Wenn es ruhig genug ist, auf der Gamescom könntest du nichts vorlesen, das wäre nicht machbar. Wenn du mal auf der Gamescom gewesen bist oder mal ein Video von der Gamescom gesehen hast, einen Vetlog, ja. Ich bin müde, ich bin krank, ich sollte Schluss machen. Meine Antworten kam ich einen Moment später vom Fahrer, der meine Irritation bemerkt haben musste. Sein Ärmel. So, das skippen wir jetzt mal, bevor ich jetzt hier noch vom Auto hier irgendwie zu Hause noch mal Stress bekomme. Hier noch ein bisschen was, hier noch ein kleiner Zoom über den, nicht Zoom, sondern Dings über die Gamescom. Ich bin schon komplett neben der Spur. Hier ist so eine Art Signierstunde. Signieren steht hier, glaube ich, so dran oben. Ja, von bekannten Autoren. Ja, wer es kennt, wer sie kennt, kann sich hier was autogrammieren lassen. Sein Buch unterschreiben lassen. Sagt mir jetzt nichts, also die Gesichter, die ich hier sehe. Ja, die Cosplayer, die dort rumliefen, die teilweise ja wirklich echt krasse Kostüme hatten, wo man echt so gedacht hat, wow, was da für Mühe drin steckt und alles. Ja, vor allem die Mühe in den Cosplays, das muss man auch mal nochmal beachten, schenken, dass da wirklich, dass da,
Sehr beeindruckend. Kann man halten von was man will, von den Cosplays, aber es ist wirklich, also wenn man das mal sich anschaut, also wenn man da auch mal jemanden trifft, der Cosplays macht, dass man wirklich auch auf der Convention sieht, das ist also, ja, also Mühe ist, steckt da auf jeden Fall drin. Also da habe ich auch einen Respekt vor, dass man da sich wirklich da zeigt, so in diese Kostümierung zu stecken, das ist da, könnte ich nicht, also das wäre jetzt nicht so meins, also ich ziehe mir maximal meinen Parteianzug an und natsch als Parteisoldat über die Messe. Das ist das, und das ist schon Aufwand. Das ist schon, ja, dass ich nicht in meiner Gammelhose rumlaufe, sondern mir eine Krawatte binde. Das ist schon der Aufwand, den ich ja normalerweise nicht so betreibe. Ja. Chrissys kleine Welt. Lese lieber ungewöhnlich. Okay, ja. Schaut von mir aus auch bei der nochmal vorbei. Wie gesagt, die haben alle mehr Abonnenten und mehr Reichweite als ich. Also ich brauche jetzt hier wirklich keine Zuschauer irgendwo hinzuleiten. Das ist, also ich klaue hier wirklich niemanden die Show. Ja, mal Dagi LP, Let's Play Markus. Ja, Jess Krömer. Ja, das habe ich vorhin noch eine Folge geguckt. Kurt Krömer, das könnt ihr gucken, aber dem brauche ich auch nicht die Show stehen, das ist, ja, mit meiner Größe. Gut, na denn. Na denn, Antenne, ich würde mal sagen, da mich nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst den Abo da, wenn ihr neu seid, und man sieht sich hoffentlich dann im August auf der Gamescom. Vielleicht trifft man sich sogar dort, falls sie nicht abgesagt wird. Kann ja auch passieren. Ich hoffe es ernsthaft nicht. Also wenn die Gamescom abgesagt wird, dann kauere ich mich für den Rest des Jahres irgendwo in der Ecke und höre nicht mal auf zu heulen. Ja, ungefähr so. Es ist, ja, da muss ich, ja, ich weiß auch nicht, wenn die Gamescom ausfällt, das wird sie nicht, das wird nicht passieren, das darf einfach nicht passieren. Ja, man sieht sich im Gamescom-Vlog wieder, oder wahrscheinlich noch, oder garantiert noch vorher in anderen Videos auf meinem Kanal. Bis August wird noch so einiges passieren. Gerade läuft, ihr seht's hier in der Aufnahme, in der Bildschirmabfilmung. Hier, guck mal, Mystery Dungeon läuft gerade auf meinem Kanal. Ja, ich sehe das auch, wenn ich das aufnehme, wenn ich das hier vorproduziere. Ich nehme das jetzt hier ein bisschen vorher auf, damit ich ein bisschen was auf Lager habe, damit ich das jetzt, ja, wie bereits gesagt, drückt mich da oben ein Abo da lassen und man sieht sich. Haut da rein. Ciao, ciao.